So, liebe Leute, endlich geht's los. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Pokémon Schild. Ja, ich darf meinen Charakter auswählen. Ich spiele diesmal den männlichen Charakter. Ja. Das bin ich. So, ich hoffe, dass das alles soweit funktioniert. Mit der Aufnahme passt und alles drum und dran. Es wäre sehr ärgerlich, wenn es mich nicht so wäre. Ja. So, ich habe mich registriert und dann geht's jetzt los. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Übrigens will ich dabei auch nicht alle Charaktere nachsprechen, sondern jetzt nur so am Anfang, dass wir die meisten, die das Spiel kennen, sehen, kennen das Spiel auch. Also, klar. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau diese Pokémon geht es hier. Leiser machen. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Naja, wenn man welche hätte, ne? Ob in den Tiefen des Meeres, in den Weiten des Himmels oder den Häusern trifft der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander und die Pokémon, die sie trainieren, in den, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Genau, das ist verstanden. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Ich darf Ihnen den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf ohne Chance. Hier, dir. Und ich bin wieder mal ein Pokémon-Trainer auf meinem Kanal. So. Dann geht es los mit dem Schaukampf. Die Leute gehen los, glaube ich, ganz gut gesehen. Und hier haben wir eine neue Funktion. Nach der Mega-Entwicklung werden Leute, die wir hier in diesem Spiel die Dynamisierung kennen. Oder die der Dynamax. Dieser Effekt hält nur für 3 Runden. Meine Ruhe ist halt. Und wir spielen Shit. Hat auch seinen Grund, aber dazu gehe ich dann später drauf ein, warum wir ausgerechnet Schild spielen. Und jetzt geht's los. Und das sind wir. Oh, ich hab geklingelt. Hallo, ich bin's. Immer zu Hause? Was? Wo? Wer? Und wieso kommt der einfach rein? Hey, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du den Schocker von meinem großen Bruder drauf gerade geguckt? Hoffentlich hast du seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Natürlich bin ich nicht wirklich. Oh, was machst du denn hier? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell die Kämpfe abholen. Das Match kann sich ja später nochmal ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass es gehen. Ach ja, denk an seinen Beutel. Ich glaube, ich hätte einen mitbringen, Slab. Ich warte draußen auf dich. Ja, bezüglich eines Teams habe ich mir auch schon mal so meine Gedanken gemacht. So 2, 3 Teammitglieder weiß ich. Aber dazu, wie gesagt, dann später mehr. So, da ist mein Beutel und mein Hut. Dann geht's jetzt los. Unser Abenteuer kann wohl beginnen. Ich will noch die Haare zurecht machen. Und dann geht es los. Also, so geht's auf jeden Fall. Mit dem X-Kopf öffnet sich das Spielmenü. Wenn du Spielmenü speichern auswählst, kannst du den Spielfortschritt speichern. Klar. Und kannst du dir im Spielmenü unter Karte, deine Karte der Region und deinen Zielort ansehen. Und die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zur Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Beutel. Ja, aber für den Fall, dass wir irgendwas vergessen, einfach wieder. Mit der X-Taste. Das ist ja ohne Probleme. Erstmal speichern wir.
Und wir starten in dem Ort namens Willingham. Übrigens, die Gallerregion basiert auf England. Und das ist so eine Mini-Karte. Wir werden viel kennen. Ich habe das Spiel schon zwei, drei Mal durchgespielt mit verschiedenen Teams. Ich weiß noch nicht, wie ich es spiele. Also in welchen Teams, wie das zwei, drei Stück, ja. Aber wir werden alle so nach und nach. So, unser Rivale, der ist schon ein bisschen, der ist schon extrem heiß, hier loszulegen. Oh, was ist das für ein Beutel? Ein größeres hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit wirklich fein raus. Kannst du das mal lassen? Ein Wolli. Was macht das da? Das ist mein Pokémon vom Typ normal. Ich habe es mal schon ausprobiert, aber so wirklich stark ist es nicht. Also es lohnt sich nicht, das Pokémon zu fahren. Aber man kann es natürlich immer mal wieder ein bisschen... Man kann ja mal wieder ein bisschen ausprobieren. Ich habe es ja auch dann nochmal gemacht. Einfach mal sagen, okay, probieren wir es einfach mal. Aber ja, ich habe nur ein bisschen meine Gedanken gemacht bezüglich eines Teams. Aber wie gesagt, dazu komme ich dann halt Step by Step. So drei weiß ich jetzt schon ein bisschen. Vier, ja. Drei oder vier. Naja, wie gesagt, schauen wir das zu den Tagen. So, geht los. Wo müssen wir hin? Da kommen wir noch nicht weiter. Okay. Dann müssen wir schauen mal hier hin. Betreten dieses Gebäude hier. Das ist das Haus von unserem Rivalen sein. So meine Vermutung zumindest. Ich bin wieder da, Mom. Oh, hallo. Oh, und, ja, ihr seid jetzt zu zweit. Wie schön. Hey, wo ist Taylor? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du deine Ungeduld hab. Aber dazu sollte jede Minute am Bahnhof von Bestbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schlechten Orientierungssinn, bei dem, was man nie über den Weg findet. Tja, da hast du leider recht. Wenn du abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's? Doch, den habe ich schon kennengelernt. Das war nämlich der aus der... Der Champ ist quasi sein großer Bruder. Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns dann nach Bestbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ich geh mal raus. Vielleicht werde ich jeden Charakter sprechen, aber soweit ich halt irgendwie möglich ist. So. Ach, da oben bist du. Alles klar, dann los. Hopp, hopp. Aber pass auf, dass du im Mondgras nicht zu nahe kommst. Also, wie du weißt, man läuft heute wilde Pokémon hin. Ich habe jetzt zum Glück mal Wolli, dass mir also wilde Pokémon angreifen sollte. Das ist völlig wertlos, wenn du kein einziges hast. Also bleib weg von dem Gras. Ist langweilig. Naja. So, hier rechts dürfen wir jetzt nicht. Wir sind auf der Route 1. Und hier ist eine riesen Menschensammlung. In Zeichen von Corona ist das nicht so gut. Keiner von denen hat eine Maske auf, aber das hat ja auch jetzt einen besonderen Grund, warum die alle hier stehen. So. Und da ist Demian, der Champ. Na, der feuert ihn natürlich an, er ist super beliebt. Hallo, was für euer Champ Lelio ist wieder hier. Was für ein Empfang. Ich bin neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Ah, es ist wirklich. Er ist hier. Du und dein Durok seid einfach unschlagbar. Naja. Bis wir dann irgendwann mal auftauchen. Aber das. Irgendwann im fortgeschrittenen Teil. Oh, danke, danke. Bin ich auf das hier auch Pokémon. Ich stehe fest darauf, dass du mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel schreitig zu machen. Ja, das ist doch klar. Du bist schließlich unser Vorbild. Also fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Durok werden meine Pokémon schon nie. Ja, die geht schon jetzt schon auf. Mein Durok ist sehr mächtig, das ist wahr, aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Ja. Hey, ich bin hinten. Ha, hopp. Wenn sich mal mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen, Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 cm mehr. Gut geraten und dein Blick entgeht nichts, aber das wundert sich ja hier kein. Aber gehört dieses leuchtende paar Augen? Halt, sag nichts, hab mir heute schon alle von dir erzählt. Du musst Kev sein. Ja, das bin ich. Ich bin Delion, der amtierende Champ, somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Delion den Unschlagbaren.
Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak. Ja, Glurak oder zwei. Schließ-Pokémon tatsächlich. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen zu unserem Haus. Los geht's. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss ich mit den anderen messen. Wenn ich auch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Es ist Champ Time! Hm. Müssen auf die Zeit achten, müssen wir mal aufnehmen. Wir werden eh nicht viel machen in dieser Folge. Das ist eh alles nur vorgepickelt. So, ab der nächsten Folge geht es dann hoffentlich nicht los. Richtig los. Wir werden jetzt kurz so weit machen, dass wir einen Starter auswählen. Dann werden wir einen Starter auswählen und den ersten Schaukampf machen und dann ist gut. So, ich warte nicht länger auf die Folter, Bruder. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das schon vergessen? Keineswegs. Ich bin der Mann meines Wortes. Wenn ihr die allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich wüsste stark gehütet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Genau so ist es. Und wir scheinen jetzt unseren ersten Start, unser erstes Pokémon zu kriegen, unseren Starter zu bekommen. Ich habe mir schon einen ausgesucht, so ein bisschen im Kopf, den ich wenn ich auf jeden Fall nehme. Das war der Flammen-Pokémon, Chimpap. Das war der Pokémon Hoplo. Und das Wasser-Pokémon. Das sind die drei. So, wie viele angehende Pokémon-Trainer haben wir ja auch diesmal die Wahl, die Qual der Wahl. Welchen Starter wir mal nehmen. Ach Gott. Genug gespielt, komm bitte mal her. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Starter ihr genommen habt. Aber wir werden uns jetzt unseren aussuchen. Tja, den nehmen wir wohl. So, dauert einen kleinen Moment, wieder, wenn man das nachladen muss. Bitte zuerst. Ich habe ja schon mal Wolli. Oh cool, wir dürfen als erstes auswählen. Ja gut, der wird wahrscheinlich hier wieder den wählen, der unserem im Vorteil ist. Ja, Pflanze, Feuer oder Wasser? Schwere Wahl, aber ich entscheide mich wie in vielen neuen Editionen natürlich immer für den Feuerstarter in dem Hotblue. Ja, nehmen wir. So, nein, nehme ich jetzt keinen Spitznamen haben. Ah, und unser neuer Freund heißt auch so. So. Gut. Und der nimmt Chimpap. Er hat tatsächlich den Starter, der unserem im Nachteil ist. Das ist mal was ganz Neues. Das ist, glaube ich, noch nicht wirklich vorgekommen. Meistens haben die ja immer die, die unsere Vorteil sind. Gerade wenn sie ein zweites wählen. Aber gut. Dann hat er eine kleine Herausforderung. Aber wie gesagt, mal schauen. So. Ich will nämlich der nächste Champ werden. Ja, wer möchte das nicht? Wir auf jeden Fall. So. Gott, geht los jetzt. Oh, das arme Chimpap. Ach, Bimion bleibt alleine. Nein, natürlich nicht. Er wird auf jeden Fall zu Delium. Also alle drei Starter kommen hier runter. Das ist gut. Das bleibt keiner alleine. So. Und wir feiern also keine Party. Oh geil. Sandwiches. Was auch immer da hinten. Ne, Würstchen sind das. Gemüse und so. Und dann sieht er sich direkt zwei. Ja, alter Fressack. Und wir schalten, unser Team-Pokémon wird geheilt. So, und das auch am nächsten Tag. So. Ich werde nicht immer die ganzen Charaktere nachsprechen. Es sind viel zu viele Dialoge. Deswegen immer noch so ein bisschen. Also wie gesagt, wenn ich die Video lesen will, kann das Video mal wieder anhalten und mitlesen. So. Genau, wir müssen trainieren und kämpfen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall unseren ersten Kampf machen. Ja, wir sind natürlich auf jeden Fall bereit. Los geht's.
So, ich werde bei vielen Pokémon natürlich, wie ich das immer mache, so ein bisschen auf die Geschlechter achten und alles dran. Ich hoffe natürlich, dass unser Pokémon, unser Starter ein männliches Pokémon ist. Kann es aber nicht versprechen. Werden wir jetzt gleich sehen im ersten Kampf gegen Hopp. So, wir kriegen unsere Katzen oder nicht, wenn wir hier mal so ein bisschen im Hintergrund Hopp. So, ja, das ist Rolli ein, wie am Anfang hat, das hat er ja gesagt. Und wir haben ein männliches Hopp. Sehr gut. Sie haben nur zwei Attacken, und zwar Tackle und Heuler. Tackle ist natürlich eine physische Attacke und Heuler ist eine Attacke, die den Angriffswert des Gegners schwächt. Wir greifen natürlich erstmal physisch an, und zwar mit Tackle dann. Ich denke, wie viele Feuer-Pokémon wird es einen Mix geben bei Hoppo. Also, ich denke, so ein bisschen auf Mix, speziell gerade bei Feuer und physischen Attacken, wenn es um Kampf geht. Das ist zwar kein Kampf-Pokémon, aber es wird Kampf-Attacken. Ich glaube, es bleibt ein reines Feuer-Pokémon. Alle drei Starter werden alle reine Wesen von kein zweiter Typ dazu. Meines Wissens. Ich weiß es gerade auch nicht mehr ausgehen. So, wir nennen die erste Attacke. Und zwar Glut. Und jetzt haben wir halt auch ein noch, wenn ich richtig im Kopf habe. Das müsste eigentlich mit Glut relativ schnell runterziehen. So. Ja, ist noch kein Vortrag. Okay. Ich hätte mich auch gewundert. Ich glaube, der Kampf ist eh gescriptet, also es heißt. Ich wäre gewohnt, wenn es ein Vorteil gewesen wäre. So, er setzt Katze ein, jedenfalls eine physische Attacke. Und bam. Ja, gewinnt unseren ersten Kampf. Level 7. Einige Werte steigen. Angriff 15, ja, Verteidigung 9. Verteidigungswert ist noch nicht so hoch. Diese Verteidigung. Zum Beispiel. So. Und ja, er meckert, dass er verloren hat. Wie so oft. Aber er wird eine harte Nuss werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. So leicht wird das nicht immer sein. Ich glaube, ich habe einmal glaube ich ihn verloren oder sowas. Ja, schon. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir auch, sondern dir auch eins geschenkt hat. Was für ein Packnerkampf. Mein Daddy Kugra haut sich das selbst mit mir. Das ist ein bisschen unfair gewesen, ne? Hat sich kurz also geschlagen und eure Pokémon waren noch kein Sammelspitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Shift. So, genau. Damit er will, dass wir sein Rivale werden und wir natürlich stärker werden. Das hören wir dann immer noch gerne an. Klar, mit dem Rivalenwetteifer, das ist auf jeden Fall immer so ein bisschen das. Oder stärker werden als der Rivale, das ist immer so das Nebenziel einem Pokémon. Natürlich neben der Aufgabe, der Champion zu werden. Aber wie gesagt, das dauert alles noch ein bisschen. Bis wir da irgendwann mal in die Richtung gehen. Naja. So, Poké, das würde helfen, die Stärken und Schwächen der Pokémon zu verstehen. Gut, die meisten Pokémon kenne ich, sind eigentlich fast alle altbekannte, aber in Sonderform. Ich weiß gar nicht, wie viele es, glaube ich, gibt. Glaube ich, meines Wissens ist drei. Drei, glaube ich, nur. Das will ich sehen. Also, da kommen wir dann zu. So, wenn wir dann. Also, ich nehme einigen neuen Pokémon, oder vier neuen Pokémon jetzt natürlich. Sondern von der alten Pokémon dabei wieder. Der war dann so nach und nach treffen wir hier auf sie. So. Gut. Muss ich jetzt irgendwie hin? Kann ich jetzt hier raus? Nee. Ich kann mich jetzt irgendwann mal so langsam loslegen. Ja. Und was das so war, das erfahren wir dann nächste Folge.